So, damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal bei einer neuen Folge The Evil Within. Wir sind jetzt quasi hier so wieder im Häuschen, wo wir vorhin waren. Und ich bin mal gespannt, wo wir jetzt dann hin müssen. Vor allen Dingen, wenn wir hier in dem Haus waren. Ich habe mich ja letztes Mal geärgert, dass ich ein paar Sachen vergessen habe. Leider komme ich nicht in diese Tür rein. Auch hier komme ich nicht rein. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass alle Türen zu sind und wir dahin müssen. Aber ich würde gerne mal wissen, hier liegt nämlich noch ein Kartenfragment. Da war nämlich, dahinter war nämlich unser Safe-Raum und der ist auch zu. Schade. Gut, dann gehen wir mal hier straight ahead in den Flur. In einen neuen Raum. Und der sieht irgendwie anders aus. So, was ich mich jetzt frage, ist, dadurch, dass Ruvik ja, bei uns jetzt mit drin ist, im Körper, dürfte er uns ja jetzt eigentlich nicht jagen. Das heißt, wir dürften eigentlich jetzt hier safe sein. Sagte er und lief auf eine Tür zu, wo Tastaturgeräusche sind. Dark, was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Was war das denn bitte? Also, was hat denn der Doktor schon wieder gemacht? Die sind doch alle kaputt. Die sind einfach alle kaputt. Und der Leidtragende ist wirklich Leslie. Der arme Typ. Er wird für irgendwelche Experimente, muss er hier herhalten und kommt da so ein Viech raus. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Ja. Hallo? Ja, ich bin da. Aber du kannst mich mal Arsch lecken. Didn't. Jetzt nochmal. Everyone fight the dust. What the? Okay. Hallo.
Sie haben geläutet. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Okay, also Klinik, raus, Stem, wir wissen ja, Experimente wurden durchgeführt. Ich erschrecke mich jedes Mal wegen dieser wunderbaren Krankenschwester, weil auf einmal steht sie hier mitten im Türrahmen. Kann ich dich eigentlich nochmal... Da ist gar keiner. Also ich frage mich immer, ob das jetzt einfach nur eine Einbildung von ihm hier ist. An ihnen haftet der Geruch von Blut. Von Sebastian? Castellanos? Und ja, an mir haftet Blut. Buhu. Unregelmäßigkeiten in Klinik. Überprüfung deckt Unregelmäßigkeiten in Nervenklinik auf. Situation komplizierter als gedacht. Interne Prüfung in der Bacon Nervenklinik stellt fest, dass Patienten fehlen. Personalchef Marcelo Jiménez nennt Verwaltungsfehler als Grund. Genau. Verwaltungsfehler. Gerne eine schöne Ausrede. So, wen haben wir denn hier? Marcelo. Vermiss Dr. Marcelo Jiménez, Personalchef der Beckennervenklinik. Er wurde zuletzt in seinem Büro gesehen, wo er mehrere Telefonate führte. Also ich habe ihn das letzte Mal gesehen, wo er mit Leslie da Einkriegezeck gespielt hat, beziehungsweise da so ein Experiment gemacht hatte. Und der Typ ist einfach genauso krank wie Ruvik, beziehungsweise Ruvik, ja, also jetzt ist die Frage von den beiden, wer ist eventuell kranker? Das ist, ich glaube, die reichen sich irgendwie die Klinke da in der Hand. Oh geil, ich konnte ein bisschen Munition nehmen. Gut, dann werden wir jetzt hier nochmal kurz unsere Stats auf Pepple. Und nochmal speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir soweit durch sind. So, damit haben wir jetzt einmal unsere Sets verbessert und wir haben zwischengespeichert. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück und gucken mal, wo wir landen. Ja, nice. Also, wir landen quasi da, wo wir hin wollten. Okay, also heißt es jetzt hier nach unten, Step by Step. Step by Step, oh baby. Ja moin, da ist er. Das sieht aus wie eine Mischung aus, ja keine Ahnung, Hund, Typen und Endboss, den ich anscheinend dann kaputt klatschen muss. Da freue ich mich sehr drauf. Nicht. Weil das wird doch schon wieder so ein Ding. Ich bin übrigens immer noch, nur damit ihr Bescheid wisst, ich spiele immer noch für mich auf den schwersten Schwierigkeitsgrad, den ich einstellen kann. Und ja, das ist gar nicht mal so einfach, muss ich mal ganz klar sagen. Auf diesen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Und ja, ich merke das. Dass ich da manchmal meine Probleme habe und ich wirklich kurz davor bin zu sagen, jo, ich spiele das gleich mal auf ganz einfach, Freunde. Aber ich will es natürlich für die Spannung und auch für die Sache, so an sich, eine Herausforderung haben. Aber ich erschrecke mich hier zu Tode. So. Da sind Autos. One way. Da geht's raus. Da ist nochmal Munition. Kann ich hier eigentlich noch schon mal nachladen? Das wär ganz cool. Okay. Verdammt! Ah!
Hallo! Freunde! Du wurdest ganz schön gebodycheckt, Junge. Klar, und du stehst einfach wieder auf. Ja, genau. Nein! Nein! Lass mich aufstehen! Das ist sonst unfair. Hier kannst du nicht rein, wa? Hier kannst du nicht, kannst du hier rein? Nee, kannst du nicht, wa? Okay, kann er doch. Okay, Ledoki. Hier kannst du nicht rein, oder? Warte, ganz kurz. Warte, ganz kurz. Alter. Es ist gar nicht stressig. Ich würde gerne mehr davon herstellen. Wo ist er? Okay, wenn er mich nicht sieht, funktioniert der Spaß, dass ich ihn dann austrickse? Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Oh nein. Und ich bin platt gemacht. Ja. Ich bin tot. Was muss ich denn machen? Also kann mir jemand da behilflich sein? Also, okay. Wir wissen, wir müssen das Auge am Schwanz treffen. Das wissen wir jetzt schon mal. Aber was machen wir danach? Also... War das jetzt richtig oder nicht? Das Auge noch nicht getroffen.
keine Grenades mehr? I put your grenade yourself. Aua! Ja, lassen Sie mich doch in Ruhe. Aua! Warum bist du nicht auf der 4? Oh! Hätte ich jetzt da reinschießen müssen? Okay, next step. Auge abschießen. Ihn malträtieren ohne Ende. Und dann ihm Justice ins Maul geben. Wait a second. Oh, ich bin. Ach so, ist ja gar nicht ausgelöst. Ist ja gar nicht ausgelöst. Doch, es hat ausgelöst. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Okay. Also laufen wir jetzt mal ganz kurz hier hin. Nehmen wir ganz kurz Medizin. Genau deswegen wollte ich Medizin nehmen. Habe ich nicht mehr. Shitty McTitty. Okay. Hätte das immer nur Millimeter? Okay. Wir rennen jetzt mal hier rein. Shit. Ich glaube, das wird wieder nix. Wieder nix. Was habe ich jetzt noch? Ich habe noch die 2. Kann ich noch andere Sachen herstellen? Nein. Shit.
McTitty! Shitty McTitty! Oh, wir haben es geschafft. Oh, lecke mich am Arsch. Ja, und jetzt geht der Fahrstuhl auf. Klar. Klar. Logen. Jetzt geht der Fahrstuhl auf. Easy. Easy. Wir gerne jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Munition nehmen. Soweit wie wir können. Und verpissen uns dann. Gut, 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 gut. Also, wir haben den Endboss geschafft. Ist das schon nicht leicht gewesen. So, auf geht's. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Was wir jetzt wieder für ein Endboss-Szenario haben. Garkritz. Kapitel 10. Wir haben's geschafft. Geil. Es war super schwierig und, ja. Es ist, nice. Nice, nice. So, ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder sehr viel Spaß. Ich bin fertig. Wirklich fertig. Nervlich, sowie spielerisch völlig am Ende. Jo. Ansonsten sage ich, ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne unseren Channel abonnieren und bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Jokes time.